dem schönen warmen Wetter hätte ich heute ein gutes Eis. Hallo! Hallo, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und dir? Es geht mir gut. Welchen Geschmack hast du genommen? Ist das lecker? Es ist Vanilleeis. Ja, es schmeckt mir. Aber da ich es sehr oft nehme, habe ich langsam genug dafür über. Wenn das der Fall ist, habe ich die richtige Lösung für dich. Wie schön! Ich probiere sehr gerne neue Dinge aus. Bitte sehr, du kannst sie auf dein Eis streuen. Aber welchen Geschmack haben sie? Die Dolomitenflocken haben den unverkennbaren Geschmack von Loackers Haselnusswaffeln. Ich schlage vor, du probierst sie aus. Die sind aber lecker. Ja. Okay. Wie spät ist es? Ich bin irgendwie hungrig. Es ist 4 Uhr. Zeit für einen Snack. Ich habe vergessen, einen Snack mitzubringen. Gut, dass ich daran gedacht habe. Oh, danke. Es tut mir leid, aber ich habe diese Art von Joghurt noch nie gemacht. Ich esse lieber die mit etwas drin. Keine Sorge, da hab ich was. Ich hoffe, du magst den Geschmack. Es ist ein wenig gewagt. Man kann die Flocken in das Joghurt mischen, ohne dass sie schmelzen. Und sie schmecken wie die Matcha, die neuesten Loacker Waffeln. Sie sind lecker. Hallo. Guten Morgen. Frühstückst du schon? Wieso schon? Es ist halb 10. Ich bin gerade mit dem Training fertig und esse meine Vormittagsmahl. Wo trinkst du ihn? Warte mal. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe dir ein paar Hinweise. Auf der Dolomitengift wurde diese Flocken von den Schwergen hergestellt, die uns diese süße Köstlichkeit schicken. Ah, es sind Dolomitenflocken. Dann gib mir doch die Packung und auch meine Sojamilch. Loacker natürlicher Genuss. Die neuen Dolomitenflocken von Loacker. Süßer Genuss aus den Bergen.